erzählt mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin Moin und hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Ausgabe Bundesliga am Montag um 17.30 Uhr. Wie immer, wie seit Anbeginn der Zeit, das einzige Fußballformat der Welt, das zählt. Mhm. Zur Abwechslung mal. Na Jungs, wie geht's euch? Geht's euch gut? Was so wilde Haare, was ist los? Hast du geschlafen? So sieht das aus, wenn ich nichts reinmache. Kein Product. Ich dachte, Eintracht Frankfurt sieht so aus. Dann nichts reinmachen. Ey, sollen wir direkt anfangen oder was? Nee. Nee, warum nicht? Ja, weil das triggert mich natürlich. Sobald du Eintracht Frankfurt sagst, habe ich das Bedürfnis, darüber zu reden. Ein kleiner Teaser. Coming soon on Bundesliga. Eintracht Frankfurt rant, die vierte Niederlage in Folge. Wie wird dieser Mann reagieren, der nicht dafür bekannt ist, emotionale Ausbrüche zu erleben? So, Tobi, wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Danke der Nachfrage. Schön. Selber? Gerade schöne private Geschichte erzählt. Ja, kann ich vielleicht nochmal erzählen. Ja. Ich hatte mit meiner Frau 10-jähriges Jubiläum. Glückwunsch. Und ich habe den Klassiker gemacht. Ich habe gesagt, wir schenken uns nichts, weil ich zuvor war, was zu besorgen. Mhm. Und sie hat dann die Nintendo Switch wieder abbestellt mit Zelda. Aber noch schlimmer wäre es gewesen, wenn sie die Nintendo Switch trotzdem geschenkt hätte. Ja, gut, dann wäre ich im Arsch gewesen. Ja. Du kannst die Geschichte aber noch positiv drehen, indem du einfach jetzt bei jedem Spiel sagst, ja, sie haben sich beide nichts geschenkt. Da werde ich immer wieder dran erinnert. Ist ja quasi. Nutzt die Dramen des Lebens und mach Humor draus, dann haben alle was davon. So, ihr Lieben, bevor wir mit unserer Spieltagsanalyse anfangen, was ja natürlich immer das erste von einem Feature in dieser Sendung ist, wollen wir uns heute mal einem gewissen Sonderthema widmen. Ihr habt es mitbekommen, Kevin Großkreuz ist auf den Switch gegangen, wie man hier sagt, in Hamburg. Und mit minderjährigen der Spielern, U17, so wie ich das VfB Stuttgart, ist eine Schlägerei geraten, hat sich ein bisschen verprügeln lassen. Wurde vom VfB Stuttgart suspendiert und unter Tränen hat er sich dann nochmal beim Abschied bei den VfB-Fans bedankt und gesagt, er hat mit dem Fußball nichts mehr zu tun, will nichts mehr mit dem Profifußball zu tun haben. Daraufhin habe ich 120 Tweet-Messages bekommen mit demselben Gag. Er will mit dem Fußball nichts mehr zu tun haben, dann spielt er wohl bald beim HSV. Danke an alle Leute, die diesen Gag 185.000 Mal an mich geschickt haben. Und wir wollen zu diesem Thema unseren Stuttgart-Experten, das ist der Martin, mal befragen, weil er heute nicht so viel Zeit hat. Machen wir das natürlich direkt am Anfang. Ring, 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 Bananaphone, liebe Regie. Habt ihr den Martin in der Leitung? Einen Moment. Du hast noch einen Moment. Dann ziehen wir halt kurz die Spieltagsanalyse vor. Die dauert ja nicht so lang. Oder wir machen noch einen kleinen Bumper. Haben wir noch einen Bumper? Irgendeinen? Random Bumper? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Die ist zu, der oben die Regie ist jetzt völlig wie, so, wie diese Krake aus ZOO, die Tierolympiade, die so in der Regie sitzen mit 8 Armen, alles bedient. So ist oben die Regie ja auch. Ne? Welche Krake? Aus ZOO, die Tierolympiade. Kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. Ein Zeichentrickfilm. Nee, ist mein Sohn noch zu klein für. Aus den 80ern, glaube ich. Das heißt, glaube ich, also ZOO, die Tierolympiade ist die Veranstaltung, aber der Film heißt irgendwie die Dschungelolympiade oder sowas. Und da treten dann Tiere an und da ist dann eine Krake, die alles gewinnt. Nein, die Krake sitzt in der Regie und am Ende der Übertragung danken die nochmal allen Beteiligten und dann sagen sie auch, ey, danke auch an Krake in der Regie. Und dann sieht man so ein Bild, wie so eine Krake ist mit 8 Armen, die komplett die Regie alleine macht. Und das erwarten wir natürlich auch von unserer Regie, nur dass die halt 2 Arme haben. Muss aber trotzdem Animal Olympics im Englischen. Zu Englischen. Genau. So, herzlich willkommen Martin, schön, dass du da bist. Na, hallo, schönen hallo. Guten Abend, ja. Ja, jetzt haben wir gerade ja so ein bisschen bruchstückhaft die Geschichte, die zur Suspendierung Kevin Großkreuz führte, skizziert. Kannst du dem noch ein bisschen Fleisch anheften? Was ist da genau passiert? Ich weiß jetzt nicht, was ihr genau schon besprochen habt, aber so rein von dem, was passiert ist, ich weiß, was das in der Presse gehandelt worden ist, ein bisschen ein paar Sachen noch zusätzlich. So arg viel mehr würde ich das gar nicht austreten wollen, weil mein Kevin Großkreuz hat selber bei der Pressekonferenz gesagt, dass man da nicht mehr arg so viel quasi rumbohrt mit dem, was passiert worden ist. Und das würde ich in dem Fall auch ein bisschen respektieren. Also quasi zu dem, durch was bekannt ist, in der Presse gehandelt worden ist. Ja, das ist das, ich denke, was okay ist, arg viel mehr quasi zu diesem, was dann die Zeitung mit den Fehlbuchstaben. Nochmal einen Tag später das große Puff-Protokoll.
genau wie da, ich glaube, da, das brauchen wir alles nicht mehr näher besprechen. Gut, damit Martin, ist Kevin ja. am meisten geholfen. Fair Play von dir, finde ich gut, kann ich respektieren, mag ich. Dann lass uns einmal über die Folgen für den VfB Stuttgart sprechen. Ist das sportlich ein herber Verlust für die Mannschaft? Es ist sportlich, war er jetzt vielleicht noch nicht auf dem Level, auf dem er in Dortmund war. Definitiv leider noch nicht. Aber ich glaube, er wird uns als, ja, als Kämpfer nur fehlen, einfach als Typ fehlen. Weil er definitiv einer von denen war, die, die auch eben den Willen, diesen Willen, ein Spiel gewinnen zu wollen, gehabt haben. Und das war rein als Typ fehlen, wird uns auf jeden Fall fehlen. Spielerisch muss ich fairerweise sagen, glaube ich, dass der VfB es ihn ersetzen kann. Also rein vom Typ her, vom Charakter her, dass das in dem Platz geben kann, das glaube ich, das wird im ersten Schritt auf jeden Fall mal fehlen. Was hältst du denn als Fan? Wir haben dich jetzt auch quasi als Stuttgart-Experten, aber auch als natürlich als Anhänger zugeschaltet. Was hältst du von der Trennung? Also ich persönlich hätte es vermieden. Ich hätte versucht, einen anderen Weg zu finden. Der VfB wird dann Gründe gehabt haben. Also es wird einfach, ich denke, wir sind intern alles, was passiert ist oder sehr viel mehr, was passiert ist und wir gesagt haben, okay, so gibt es nur noch einen Weg, das ist die Trennung. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn man gesagt hätte, okay, wir mit ihm studieren für eine Zeit lang, einfach damit er selber mit Familie da einfach auch wieder Ruhe reinbringen kann und vielleicht nach einem Monat, ich weiß es nicht, ihn wieder zurück zu manchen Schulden. Das hätte mich persönlich sehr gefreut. Er ist zum VfB gestanden, als es im VfB nicht gut ging. Also quasi als wir abgestiegen sind, hat er eigentlich gesagt, ja, ich bleibe auf jeden Fall da. Und da hätte ich mir vom VfB, also ich als Fan, hätte ich mich gefreut, wenn man einen anderen Weg gefunden hätte. Aber wahrscheinlich muss einfach so viel vorgefallen sein, dass der VfB gesagt hat, es geht für uns nicht mehr. Und wie gesagt, ich finde es schade. Ich hätte mich gefreut, wenn es anders gewesen wäre. Es gibt ja eine Petition jetzt, ne? Von einigen Stuttgarter Fans. Es gibt immer eine Petition. Ja, genau. Für alles. Ja, da muss ich auch sagen, okay, ja, genau, es gibt für alles. Und haben wohl auch schon 16.000 Leute sich eingetragen, aber da muss ich sagen, okay, Leute, VfB hat es entschieden und ich glaube, da können wir mit so 35.000, 70.000 Leute machen. Das wird VfB nicht mehr beeinflussen, diese Meinung zu revidieren und das ist auch vollkommen okay. Das ist auch schwachsinnig, wenn sich der VfB davon jetzt beeinflussen lässt. Also für mich als Außenstehender wirkt das so ein bisschen, als ob das vielleicht dem VfB gar nicht so unrecht war. Kann es jetzt natürlich nicht ganz beurteilen. Ich nehme an, aber Großkreuzer auch kein schlecht verdienender Spieler war. VfB wird den Aufstieg ziemlich sicher eintüten. Also ich fand, gemessen an dem, was da passiert ist, fand ich das schon eine ganz schön heftige Strafe, also einen wirklich aus dem komplett rauszuschmeißen, auf Vertrag aufzulösen, man also statt einer Geldstrafe oder Suspendierung oder so, das hat erstmal auch so, finde ich, ein bisschen den Geschmack von, naja, gut, dann vielleicht hat man eh nicht mehr mit dem geplant oder was auch immer. Er war ja auch viel verletzt. Mhm. Keine Ahnung. Die Meinungen oder so, die gerade so gesagt, da gab es auch schon so die ersten, die gesagt haben, naja, vielleicht war es ein Kabel im VfB in dem Fall gar nicht so ungelegen. Vielleicht oder hat er das angezettelt. Das glaube ich nun wiederum nicht. Aber so, also der Anlass, was wir da jetzt, könnte man sagen, für den VfB nicht das Schlechteste, das zu tun. Wobei ich das für dich wirklich sehr gerne, also sehr ungern unterstellen und glaube es auch nicht. Und letztendlich ist es so, es wurde ja auch oft verglichen, naja, bei den Bayern müssen die Spieler das machen oder da ist das passiert. Wobei der sagen muss, okay, jeder Verein hat seine eigenen Maßstäbe. Und vielleicht war der Maßstab vom VfB in dem Fall härter als bei anderen Vereinen. Hm. Und deswegen ist so passiert. Aber ich würde es dem VfB und Schindeln echt nicht unterstellen wollen, dass sie die Situation dankbar angenommen haben. So, ich glaube es ehrlich nicht. Gefühlt wäre es, glaube schon lieber gewesen. Das ganze Ding hätte es nie gegeben. Und wir wären mit Kevin Großkreuz zusammen aufgestiegen. Ich glaube, das wäre das, was ich sowohl Schindelmeister als auch Wolf, wo ich sagen würde, das war das, was wir eher im Sinn hatten. Okay, ich merke gerade, dass die Batterien unseres Funkgeräts langsam aus sind. Die müssen wir gleich mal wechseln. Als letzte Frage, Martin, ganz schnell. Wer steigt auf direkt und wer spielt Relegation und kommt derjenige hoch oder nicht? Also bei Aufstieg muss ich natürlich klar auf den VfB setzen. Ich denke, dass sich auch Hannover fangen wird, dass Hannover mit direkt aufsteigen wird.
aktuell sehe ich die besten Chancen, weil sie einfach einen super Lauf haben bei Union Berlin, dass die in die Relegation kommen und dann für mich persönlich hoffentlich gegen Hamburger SV schaffen, dann hochzukommen. Martin, ich kann dich nicht mehr hören. Ich glaube, die Leitung ist kollabiert jetzt tatsächlich. Vielen lieben Dank, dass du da warst und deine Einschätzung aus Stuttgart mit uns geteilt hast. Martin Harsch, meine Damen und Herren, vielen Dank. Lieben Gruß. Dankeschön. Und danke. Mal gucken, was noch so passiert. Ich höre dich gar nicht mehr, Martin. Ich höre dich nicht mehr. Alles klar. Höre ich nicht mehr. Okay. Ja, so, und damit kommen wir, oder möchtet ihr zu dem Thema noch was sagen? Wir fahren ja mal durch die Gegend mit unserem Studio. Jetzt sind wir gerade im Elbtunnel gelandet. Ja, stimmt, wir waren im Elbtunnel jetzt. Ich würde einfach nur gerne wissen, ob er im Puff war oder nicht. Komm, man muss ja auch ein bisschen respektieren. Jetzt hätte ich sowas sagen können, wie kannst du ja deine Mutter fragen? Das ist so ein bisschen so die aber Sache. Aber das mach ich nicht, weil es ist die Wunden. Naja, aber der geht, also so einer geht immer. Der ist ja aber der ist legit. Der ist legit. Der hat ja auch darum gebeten, dass man es respektiert. Und an und für sich, da gibt es ja auch im Profisport gibt's ja so viele Geschichten. Ich finde das so ein bisschen schade, dieser Trend, dass man diese Geschichten jetzt mehr öffentlich macht in den letzten Jahren. Das war doch früher auch schon so. Nee, Basler früher waren die Geschichten. Da hat das angefangen quasi. Aber vor in den 80ern war also gefühlt jeder Profi einmal im Puff am Tag. So. Woher weißt du das, wenn er nicht berichtet wurde? Ja, das sind ja die Geschichten, die man sich im Nachhinein erzählt einfach. So, weil man es halt, aber dann halt die Zeitung gesagt hat, okay, das sind Sportler, wir lassen da halt dieses Privatleben da raus. Und so im Endeffekt ist es mir relativ wurscht, wo er da war. Ja, was für mich schreibt jemand Ribéry gerade, das ist ja, natürlich auch so. Ja, der Knackpunkt ist, er war mit Jugendspielern unterwegs. Ja. Ich kenne ja auch ein bisschen ein paar Leute, die in der Jugendarbeit arbeiten bei verschiedenen Vereinen und die versuchen alles Mögliche, damit die Spieler nicht abdrehen, damit die nicht rausgehen, ich Party glaub, machen. Ich glaube, das ist auch letztendlich der größte und wenn du dann halt natürlich, Knackpunkt. Du hast natürlich auch dadurch, dass die Spieler beim Verein leben, hat der Verein, die leben ja im Internat, Verein im Internat, hat der Verein nochmal eine Sorgfaltspflicht. Und wenn da jetzt einfach Eltern kommen und halt die Wahl haben, schicke ich meinen Sohn nach Hoffenheim, nach Stuttgart oder nach Freiburg und dann im Hinterkopf irgendwo diese Großkreuzgeschichte. Geht der Puff, wenn er nach Stuttgart geht, der Puff. So, ja, vielleicht wollen die Spieler dann noch mehr zu Stuttgart, so kann man es ja auch sehen. Also, ja, weiß ich nicht. Aber das ist für einen Verein wie Stuttgart, der darauf angewiesen ist, dass er Jugendspieler hochzieht, ist das Gift. Ja. Gut, also jetzt so viel zum Thema VfB Stuttgart. Sorry, dass wir zum ersten Mal in dieser Saison über euch berichten, dann in dieser Art und Weise, aber vielleicht im nächsten Jahr dann ja wieder regulär, wenn ihr dann in der Spieltagsanalyse dabei seid. Ach, pro Spieltagsanalyse. Padam. Vielen Dank. Tobi, fangen wir heute mal bei dir wieder an, ja, weil es so schön war früher. Früher. Als das Gras noch grün war. Was machen wir eigentlich, wenn Tobi Frankfurt oder HSV als Partie nimmt? Verprügeln wir ihn. Okay. Aber nach dem Puff. Kleiner Scherz. Vorher natürlich. Fangen wir doch mit dem Aufregerthema an. Da können wir ein bisschen uns festquatschen. Dortmund gegen Leverkusen. Ein 6:2 Erfolg. Mit Konsequenzen. Der Dortmunder Konsequenzen. Mehrere Konsequenzen gleich, nicht? Ja, natürlich sowieso Top-Thema heute. Wir sind ja tagesaktuell Roger Schmidt. Wie viel wir über den geredet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und jetzt ist er tatsächlich entlassen worden. Übrigens, in Hannover gibt es auch eine Trainerdiskussion. Die sind auf Platz 3, ne? Ja, das ist doch nicht gut genug. Muss man sich auch mal vor Augen führen. Ja, aber die müssen ja aufsteigen. Ja, aber also ich meine, schon was anderes. Platz 3, also gut. Da schließt sich übrigens der Kreis, denn der ehemalige Hannover-Trainer Korkut ist neuer Interimstrainer. Oh. Lass erstmal noch beim Wochenende bleiben. Letztes Spiel von Schmidt. Er hat wieder gar nicht so viel geändert, ist seinem 4-4-2 treu geblieben, auch gegen Dortmund. Na, er hat ein bisschen was geändert. Also wenn zumindest ein Bellarabi, ein genau. Brand, Personell ein Chicharito. Hat er hat nochmal die beste Bank. Elf auf die Bank gesetzt. Er hat halt sich gedacht, er bringt die beste Elf, um halt Dortmund defensiv was entgegenzusetzen und dann schnell Konter zu setzen, hat nicht viel gebracht, weil Dortmund sehr stark gespielt hat mal wieder. Die haben es jetzt richtig mit ihrem System, mit Dembele, der so eine Mischung aus Mittelfeldspieler und Außenspieler, der halt eigentlich überall auftaucht und dann immer so die Überzahl schafft in den einzelnen Räumen, haben sie halt schon eine sehr gute Ausgangslage jetzt geschaffen, um halt einen Gegner, der hauptsächlich defensiv spielt, zu knacken. Und das haben sie da auch wieder bewiesen. Viele Torchancen gehabt. Das Spiel war knapper, also wirkte knapper, als es war. Also Leverkusen ist ja nach der Pause auf 2-1 rangekommen, dann nochmal auf 3-2. Aber eigentlich hatte Dortmund das zu jeder Zeit im Griff und man hat immer das Gefühl, okay, die legen jetzt noch einen drauf. Ja. Und haben halt, und dann spätestens nach dem 4-2, aber auch schon so nach dem 3-1 ist Leverkusen komplett zusammengebrochen, hat komplett die Kompaktheit verloren und dann hat Dortmund halt die einfach abschießen können. Man darf auch nicht vergessen, dass
4-2, glaube ich, ist ja auch echt spät gefallen. Ne? Ich habe jetzt gar nicht die genauen Daten. Was bist du gerade im Gedöns? 77. Ne? Also bis zur 77. oder 76. stand es 3-2. Ja. Also das war jetzt nicht so ein Spiel, wo man von Anfang an, sag ich mal, 3 Tore Unterschied und 5-2. Man hatte nie richtig das Gefühl, dass Leverkusen jetzt gleich wiederkommt. Und ich weiß, warum man das auch gemerkt hat, fand ich, an der Körpersprache der Dortmunder nach einem Jubel. Weil die haben überhaupt nicht so gejubelt wie jemand, der sich bedroht gefühlt hat, sondern die haben eher so gejubelt wie die Bayern gegen den HSV. Oh, super, noch einer drin. Und auch so nach dem 4-2, was ja im Prinzip dann das Spiel so ein bisschen entschieden hatte, das war für die einfach, ja klar, natürlich machen wir jetzt noch ein Tor, weil wir sind total selbstsicher. Und so, finde ich, sind die im ganzen Spiel aufgetreten. Das war mal wieder eine Dortmunder Mannschaft, ja, wie man sie oft sieht, wo einfach alles funktioniert und die den Gegner einfach aus dem Puschen spielt. Das lag aber auch einfach an der schlechten Abwehrleistung von Leverkusen. Die waren, also Dortmund hätte auch locker noch 3-4 Tore mehr schießen können. Und Aubameyang fällt mir da gerade ein, der da völlig frei über den Ball fällt. Und es war schon erstaunlich, wie, also ich glaube, 2 oder 3 Mal Aubameyang komplett allein gelassen. Ich meine, der hat 20 Tore geschossen in dieser Saison. Also das sollte sich auch bis nach Leverkusen rumgesprochen haben. War schon ein bisschen komisch, dass Leverkusen da hinten so anfällig war. Aber ich sehe es genauso, wie ihr es gesagt habt. Also man hatte trotzdem, dass es eigentlich gar nicht so eine schlechte Partie von Leverkusen, hatte man eigentlich nie das Gefühl, dass der Sieg von Dortmund gefährdet ist. Ja, der Arbeitsplatz von Roger Schmidt war sehr gefährdet. Woran ist er letztendlich gescheitert? Man hört ja auch immer wieder, er war als Mensch ein bisschen schwierig. Für sein Führungsstil wurde immer so ein bisschen in Frage gesetzt. Waren es nur sportliche Gründe oder ist das auch eine Rolle? Ne, sportliche Gründe stehen im Vordergrund, was man hört. Also Ronald Reng hat ein Interview gegeben am Wochenende. Ist ein Sportjournalist, der auch sehr nah dran ist an Leverkusen, der gesagt hat, man hat halt das versucht, so lange wie möglich rauszuzögern, dass halt auch das Bild von Schmidt in der Öffentlichkeit nicht das ist, was er in der Mannschaft hat. Da hat er schon noch Standing gehabt. Aber das ist halt einfach, dass er diesen Turn nicht geschafft hat. Und da muss man dann halt auch wieder sportliche Gründe hinstellen, weil er hat halt nie wirklich eine feste Elf gefunden. Er hat sein taktisches System bis zum Ende durchgezogen, auch als es nicht mehr funktioniert hat. Und ja, dann hat er sich im Endeffekt jetzt die Mannschaft nach dem 3-2 aufgegeben, nach dem 4-2 spätestens aufgegeben und 6-2. Da hast du nicht mehr viele Argumente irgendwann. Also ja. Leverkusen hat es auch wirklich versucht. Sie haben es ja wirklich hinausgezögert. Es gab schon 2-3 Spiele, nachdem man ihn hätte auch entlassen können. Aber sie haben halt wirklich nochmal immer noch eine Chance gegeben. Mhm. Ich glaube, jetzt war halt so, hatte man nicht mehr das Vertrauen, dass dann noch was rumgerissen wird. Ja. Tja, und jetzt muss er also gehen. Hatte Roger Schmidt eigentlich so taktisch immer einen Plan B oder ist er ein Trainer gewesen, der immer einen Plan A hatte und wenn der nicht funktioniert hat, war er ein bisschen ratlos? Ratlos weiß ich nicht, aber er setzt halt sehr stark auf diesen Plan A, den er hat. Dieses 4-4-2 gegen den Ball und dann so richtig viel hohe Kompaktheit und dann richtig schnelles Umschalten. Also so ein bisschen das, was RB Leipzig die Saison gut macht, hat Leverkusen die letzten beiden Saisons gut gemacht. Aber jetzt, wo das diese Saison nicht mehr so gut geklappt hat, hatte man auch keinen Plan B, den er aus der Tasche gezogen. Ja. Vielleicht noch erwähnen, Reus hat sich verletzt, fällt 4 Wochen aus, Muskelfaserriss. Auf jeden Fall auch für den Jungen, auch für andere Leute sehr schade. weil der war gut drauf. Und, aber man, also der Typ hat auch einfach, weiß ich nicht. Pech, also immer wenn er wir haben ja schon oft drüber geredet, dass es einfach so manche Leute gibt, die da einfach anfälliger sind als andere. Und tut mir echt leid für den. Aber ja gut, 4 Wochen, davon ist auch noch eine Länderspielpause. Aber trotzdem, fehlt jetzt Dortmund in der Champions League. Ja, in dem wichtigen Rückspiel gegen Lissabon. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber ja, der ist natürlich schwer zu ersetzen. Aber die haben natürlich auch super Leute noch. Schauen wir mal. Gut, also, und die letzten, ich glaube, 11 Saisonspiele. Also jetzt mit Taifun Korkut. Und dann soll es eine neue, möglichst große Lösung zum Sommer geben, soweit ich das verstanden habe. Es sei denn, er kommt jetzt noch in die Champions League dann. Das sind immer so schwierige Situationen quasi. Das ist so diese Schubert-Situation so ein bisschen, die man jetzt reingeraten könnte. Ja. Wenn er, also wenn man nicht 100% überzeugt ist, aber eher gute Ergebnisse macht und dann weiter. Aber warum sagt man nicht einfach Vertrag bis Saisonende und dann schauen wir mal? Das hat man ja gesagt so in etwa. Also beides gesagt bis Saisonende erstmal. Okay. So, weil, man halt weil das klang jetzt so, als ob sie gesagt haben, bis Saisonende und dann holen wir eine größere Lösung. Ich glaube, das ist der Plan. Da kann halt nur Problem sein, wenn jetzt Korkut vollkommen überzeugt. Also man hat noch, es wird über Favre spekuliert, es wird über Nagelsmann spekuliert. Martin Schmidt ist ja seit längerem, der Mainz-Trainer ist seit längerem im Gespräch in Leverkusen. Ja. Ich denke, dass man da im Hintergrund versucht, an denen noch rumzuangeln, auf jeden Fall.
Ja, muss man schauen. Nagelsmann ist halt die Frage, ob du Hoffenheim, vielleicht führt er die in die Champions League, ob er dann zu einem eventuell nicht mehr europäisch mitspielenden Konkurrenten aus Leverkusen wechseln würde. Er ist auch noch super jung, ist sein erstes volles Jahr als Cheftrainer. Der Junge kann noch Jahrzehnte Fußballtrainer sein. Ich glaube, der überlegt sich das zweimal, ob er jetzt nach Leverkusen geht. Wobei er natürlich vom Spielermaterial her da noch mal mehr zur Verfügung hätte. Ne? Das stimmt. Und muss auch sehen, es steht ein Umbruch an, ja, wieder in Hoffenheim nach dieser Saison. Rüdi, Süle weg, zwei richtige Säulen. Bin ich gespannt. Also, aber ich denke auch nicht, dass er das annimmt. Ja. Aber ich kann mir auch verstehen, natürlich aus Leverkusener Sicht, dass sie sagen, Nagelsmann ist ein... Da fragen wir mal nach. Ja, wie absolut das verständlich. Sieht. Da hast du jetzt, glaube ich, auch versucht. Was natürlich ein bisschen utopischer war als Leverkusen. Gut, sind wir durch mit dem Thema Schmidt und Dortmund und Leverkusen. Ja, was haltet ihr denn von dieser Korkut-Geschichte so bis zum Saisonende? Habe ich ja gerade gesagt. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass wenn am Ende der Saison oder im letzten Drittel der Saison Spieler, Trainer kommen, dass man dann erstmal gucken will, ob die fruchten. Ich kann das verstehen, dass man sagt, wir gucken erstmal bis Saisonende und dann entscheiden wir. Aber quasi direkt schon zu sagen, also wir machen es bis Saisonende und dann suchen wir uns einen anderen, das ist für mich halt nochmal was anderes, weil dann also setzt man sich auch unnötig unter Druck, weil wenn er jetzt gut abschneidet, keine Ahnung, ich finde das immer so ein bisschen, weil Korkut ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein A-Jugendtrainer oder so, der da das jetzt übernimmt, dann ist das auch noch mal was anderes. Ja, dann, sondern das ist ja ein gestandener Trainer, der in der Bundesliga trainiert hat, der bei vielen Vereinen schon im Gespräch war. Finde ich dann so ein bisschen komisch, bei so einem Trainer dem so das zu sagen, aber gut, also... Er hat ja gesagt. Er hat ja gesagt. Ja, natürlich sagt er ja. Und am Ende des Tages ist nur erfolgsabhängig. Wenn er jetzt noch die Leverkusener, die ja eine super Truppe haben, wenn er die jetzt noch in die Euroleague führt oder so, dann glaube ich, wird er auch weitermachen. Ich bin mal, wenn du als aus Spielersicht, wenn du da jetzt so einen Korkut aus dem Korkut zauberst und sagst, der ist am Saisonende weg, welches Standing hat der bei den Spielern? Ja, das ist das Ding. Also nehmen die dann den Jungen ernst oder sagen die, Junge, du bist ja eh weg. Was erzählst du mir? Der ist auch noch sehr jung, der Korkut, ne? Das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding. Das ist jetzt nicht so ein Hüb Stevens, wo du sagst, ja, okay, der ist jetzt als Retter etabliert, hat 5-mal Vereine gerettet, dem höre ich jetzt vielleicht eher zu. Also man gibt den Spielern auf jeden Fall eine derbe Macht in dem Moment, ne? Also in dem Moment. Also ja, das stimmt, ja. Die können jetzt sagen, finde ich geil, reiß mir jetzt einen Arsch auf oder, ach komm, lass diese abhaken, also... Naja. Wobei, die wissen ja auch selber, dass wenn sie sich nicht für Europa qualifizieren, spielen sie nächstes Jahr nicht in Europa. Ja, das ist korrekt. Ja. Gut geschlussfolgert. Ja. Sie spielen ja auch für sich selbst irgendwo, wenn du das sagst. Gut, das stimmt. So, es ist Zeit, sich zu trennen von diesem Spitzenspiel, was viel gehalten hat von dem, was es versprochen hat. 8 Tore immerhin und eine Trainerentlassung. Und damit geht die qualitative Berg- und Talfahrt bei dir weiter. Willst du noch was sagen? Das klang so, als ob der... Nein, du sollst einfach aufnehmen jetzt. Ach so, ja, okay. Dann mache ich natürlich weiter mit dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. 1:2 Heimniederlage, 4. Niederlage in Folge. Nächste Woche dann, in München. Also vermutlich 5, reden wir von 5 Niederlagen in Folge. Aber da können wir dann nächste Woche drüber reden. Ja, was soll man sagen? Es war eine verpfiffene Partie von Günther Perl. Eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Der Eintracht ein absolut reguläres Tor aberkannt, ein irreguläres Tor von Freiburg, ein Abseitstor, was meiner Meinung nach auch jetzt nicht mal knapp abseits war, sondern schon, kann man schon sehen, anerkannt. Man kann drüber streiten, das 1-0 von der Eintracht, da gab es einen Zweikampf mit Rebic, den kann man auch abpfeifen. Fand den in Ordnung, sage ich jetzt natürlich so. Aber da sind zwei Spieler quasi aneinander mit den Oberkörpern. Beide sind nicht wirklich ballfixiert und der eine fliegt halt weg, weil der andere halt in dem Moment robuster steht. Ich finde, das muss man nicht abpfeifen. Könnte man abpfeifen, ist aber für mich jetzt nicht gleichzusetzen mit den anderen zwei Fehlentscheidungen. Und dann wäre das natürlich eine ganz andere Partie gewesen. Und es ist natürlich unheimlich frustrierend. Auch sonst hatte ich das Gefühl, dass der Schiri unfassbar viel abgepfiffen hat gegen die Eintracht. 3 falsche Einwürfe direkt in den ersten 5 Minuten für Freiburg gegeben. Es waren ganz viele strittige Situationen. Die gelbe Karte gegen Gacinovic, wo der stand einfach nur im 5-Meter-Raum, der hat nichts gemacht, original, es kam nicht mal zu berühren, hat einfach eine gelbe Karte gekriegt, für nichts. Dann wurde, Hector umgerissen im Strafraum.
Und weil der Spieler, der ihn nach unten gerissen hat, gestolpert ist, zieht ihn mit runter, wedelt mit den Armen. Das wäre eigentlich ein Elfmeter für die Eintracht gewesen, stattdessen Freistoß für Freiburg. Also das war schon, das, ich sag nichts dagegen, es gibt in jedem Spiel gibt's Fehlentscheidungen, wir haben es gesehen, Elfmeter, die fragwürdig sind und so weiter. Aber in der Häufung und in der Einseitigkeit in einer Partie, das ist dann schon ganz schön bitter, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz war Freiburg die bessere Mannschaft. Die haben besser gespielt, die waren taktisch meiner Meinung nach besser, die von der Spielanlage besser und haben einfach auch frischer gewirkt. Bei der Eintracht merkt man einfach, wenn Vallejo fehlt, wenn Abraham fehlt, wenn Husti abgegeben wird, wenn Marco Fabian fehlt, das sind alles, das sind schon mal vier Stammspieler aus der Hinrunde. Also fast die halbe Mannschaft, die dann da fehlt, das kann die Eintracht nicht adäquat ersetzen und das merkt man dann leider auch am Spiel. Es waren kein gutes Spiel, zwar von der, vom Einsatz, von der, vom Kampfbereitschaft fand ich, war es okay. Vom Spielerischen her, finde ich, war es eher mau. Und ja, ist halt jetzt 5 Spiele in Folge dann Niederlage, ist halt schade. Aber am Ende des Tages muss ich auch sagen, mit der Mannschaft und der Leistung gehörst du einfach auch nicht da oben hin. Muss ja nur mal sich die Dreierkette angucken. Oczipka. Hast du was auf der Taktik drauf? Nee, ich habe das nur hier nachgeschlagen. Oczipka auf halb links, Hasebe. Also Oczipka, gelernter Linksverteidiger in der Dreierkette. Hasebe, gelernter Mittelfeldspieler. Und Hector, der von der alten Dreierkette, sage ich mal, mit Vallejo und Abraham der Schwächste war, würde ich sogar sagen. Absolut. Das ist dann natürlich schon eine Qualitätseinbuße. Aber interessant, das war das erste Spiel diese Saison, was Frankfurt nach Führung verloren hat. Ja. Weil sie, das ist ja eigentlich ihre Qualität gewesen, dass sie nach Führung defensiv so gut standen, dass sie dann entweder auf 2-0 hochschrauben oder das 1-0. Aber halt mit einer anderen Defensive. Mit einer anderen Defensive, ja. Und das ist jetzt, das ist genau das, was ich sagen wollte. Das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen mit dieser aktuellen Aufstellung, dass man nicht mehr ganz so defensiv in die Zweikämpfe kommt. Einfach es nicht mehr so komplett schafft, das Spiel nach einem 1-0 komplett tot zu machen, sage ich mal. Und dann Freiburg, die sehr viel Glück hat mit dem Schiedsrichter, volle Zustimmung, aber auch dann das Heft in die Hand genommen haben nach dem 1-0 und das Spiel gemacht haben. Ja. Und sich dann auch so, das ist ja das alte Motto, je öfter du in Strafraumnähe bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine Fehlentscheidung zu deinen Gunsten bekommst, einfach weil du so oft da bist. Und das war dann so ein bisschen Freiburgs Glück. Muss man trotzdem als schiedsrichter Sicht. Also das Skandalöseste fand ich das 2-1. Also diese kleinen Entscheidungen kann man sehen, finden. Das sind immer so Sachen, kann man sehen, kann man nicht sehen. Aber wenn der Spieler so klar im Abseits steht, das war das 2-1, oder wo er irgendwie 3 Meter im Abseits war und auch keine Sichtbehinderung für den Linienrichter, gar nichts. Das ganze Stadion hat es gesagt. Aber ist halt die positive Nachricht, die Woche drauf geht es zum HSV und dann sind Vallejo und Abraham wieder fit. Und vielleicht sogar Marco Fabian. Bedrohliche Aussichten. Damit sind wir beim HSV. Frage für wen? HSV gegen Hertha. Ein 1-0. Was tabellarisch überlebensnotwendig war für den HSV, denn die Konkurrenz hat gepunktet. Bremen gewonnen zum 3. Mal hintereinander. Wolfsburg einen Punkt geholt. Und die Vorlage kam eigentlich aus Ingolstadt, denn die haben verloren. Und da hatte man die Chance, noch ein bisschen Boden gut zu machen auf den direkten Abstiegsplatz. Deswegen war es ein sehr, sehr wichtiges Spiel und zum Glück auch ein wichtiger Sieg am Ende. Das Spiel selbst war von überschaubarer Qualität. Aber wir haben ja schon häufiger darüber geredet, das ist die Art und Weise, wie der HSV Spiele gewinnen kann. Nicht indem er irgendwie schön spielt, sondern indem man mehr Einsatz zeigt, mehr Leidenschaft und Biss als der Gegner. Und das ist auch wieder passiert. Man hat Hertha auch ein hässliches Spiel aufgezwängt. Ist viel gelaufen, viel Einsatz gezeigt, viele Zweikämpfe versucht, hohe Intensität. Und Hertha hat nicht viele Chancen bekommen. Es gab einen abgefälschten Schuss, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Duda, Langkamp, whatever, der ist knapp an dem Tor gegangen und es gab eine Kontersituation 3-1, die Ibisevic leichtfertig verspielt hat. Ansonsten hat Hertha nicht viele Chancen gehabt. Der HSV hatte ein paar bessere Chancen. Große Chance von Nikolai Müller nach einem tollen Pass von Aaron Hunt, der wieder in der Startformation stand. Sodass ich sage, dass es am Ende ein verdienter Sieg war. Es war kein schönes Spiel, aber es war ein verdienter Sieg am Ende und das war verdammt wichtig. Aus HSV-Sicht kann man sagen, dass ein Aaron Hunt sehr erfreulich ist, der eigentlich im Winter schon aussortiert werden sollte, der seitdem aber regelmäßig spielt und auch gut spielt. Der hat irgendwie jetzt
seinen dritten Frühling und aus dieser Position des Abgeschobenen heraus kann der offensichtlich besser performen, als wenn man irgendwie große Erwartungen an ihn hat. Die hat man jetzt gar nicht mehr und schon spielt er richtig, richtig gut und man merkt, dass er da vorne in puncto Ball- und Passsicherheit auch ganz wichtig noch werden kann für den Verein und auch in den letzten Spielen war. Bobby Wood ist für mich nach wie vor, ich habe es ja schon mal gesagt, ein ganz wichtiger Transfer, weil der da vorne unglaubliche körperliche Präsenz hat, gepaart mit einer Geschwindigkeit. Also wenn der in einem Laufduell mit Zweikampfelementen irgendwie reinkommt, gewinnt er fast immer und behauptet den Ball und hat ja auch vor dem Tor dann eben quasi den Ball erlaufen, abgeschirmt, zurückgegeben auf Hand, der dann in die Mitte gepasst hat, wo Ekdal sein erstes Saisontor geschossen hat. Da merkt man ganz klar, sage ich immer wieder, wenn Müller und Bobby Wood vorne fehlen, dann fehlt dem HSV eben eine ganze Menge. Ein Kostic saß diesmal sogar nur auf der Bank, sagt ja auch einiges aus. Genau, und es hat geklappt, drei sehr wichtige Punkte. Auch wenn die gleichen Sachen wie immer zu bemängeln sind, die Konter wurden nicht gut ausgespielt. Ganz oft ist der vorletzte bzw. letzte Pass schlampig gespielt worden, sodass mögliche Chancen im Prinzip im Keim erstickt worden sind durch Unpräzision, was ich nicht verstehen kann, warum man da nicht ein bisschen cleverer wird und die Dinge dann auch ein bisschen besser ausspielt. Ja, und zu Berlin muss ich sagen, die haben es eben nicht geschafft, sich zu emanzipieren vom Spielstil, den der HSV ihnen aufgedrückt hat. Sie konnten sich nicht wirklich freimachen und ins Spiel finden. Ja. Ist ja so das Spiel der unterschiedlichen Philosophien. Der HSV will ja unter Gisdol halt richtig Action haben, will ja vorne anlaufen, will, dass das Spiel möglichst hektisch ist, ja, damit sie ihre Geschwindigkeit reinbringen können. Hertha ist ja genau das Gegenstück. Die wollen ja eher ein ruhiges Spiel haben, wollen ja eher, dass der Gegner sich totläuft und dass man dann den entscheidenden Angriff setzen kann. Mhm. Aber haben sie nicht hinbekommen. Also sie haben sich wirklich von Hamburg vorher vor sich hertreiben lassen und sind dann in eine Hektik verfallen, die eigentlich nicht typisch für sie ist. Und haben dann zu Recht 1-0 verloren, würde ich behaupten. Genau. Können wir vielleicht mal kurzen Zwischenblick auf die Tabelle werfen. Ich weiß nicht, ob unsere liebe Regie die einmal einblenden kann. Dankeschön. Genau, da sieht man es nämlich, dass der HSV zwar auf dem 16. Platz verbleibt, aber jetzt ein Polster hat von 5 Punkten und durchaus Tuchfühlung auf die Vereine davor. Und auch Augsburg mit 28 Punkten ist in meinen Augen noch nicht gerettet. Mainz auch nicht. Ja, Mainz auch nicht, aber ist so, ich denke so von der Kaderzusammensetzung und vom Saisonverlauf, dass irgendwie Augsburg sich noch eher mit unten als Mainz. Schalke muss aufpassen. Gut, aber da sind wir noch gar nicht. Ja, aber die minus 23 Torverhältnis, die sind schon das große Problem. Da hat man das sich ist ein Punkt. Selber, das kann man noch nicht mehr aufholen, diese minus 10. Du kannst auf, mit Ingolstadt auf vielleicht Bremen noch auf 11 Spiele gerechnet, kannst du 5 Tore noch aufholen. Na gut, die Frage ist, wer von denen auch noch zu den Bayern muss. Ne? Also Wolfsburg, glaube ich, oder Bremen hat ja schon bei Bayern gespielt. Mhm. Ist auch mal die Frage, wie viel Lust Bayern hat. So, ja, das siehst du auch, gegen HSV hatten sie einfach mega Bock. Das ist einfach, die wissen, ey, der HSV kommt, ich hab mega Spaß heute. Das stimmt, aber ich sag mal, so ein 4-0 bei Dortmund oder Bayern ist immer mal drin. Ja. Ich würde es noch nicht komplett sagen, dass das nicht mehr wegzuschaffen ist. Aber klar, man muss jetzt auch auf jeden Fall gucken, dass man... Das stimmt einerseits, aber ich glaube, HSV muss ja noch gegen Dortmund ran auch und Bremen muss auch noch gegen Dortmund ran und Wolfsburg noch gegen Bayern. Wir hat aber schon gegen Dortmund. Einen kleinen Fehler, wie man sieht. Bremen und Wolfsburg sind hier ein bisschen getauscht. Die Wappen und die Namen, ist leicht verwirrend. Das sind ja keine Fehler. Wir testen ja immer das Publikum das jede stimmt. Woche. Und die haben es natürlich wieder aufmerksam bemerkt. Werder Bremen ist auf dem 14. Platz, Wolfsburg auf dem 15. Also die Wappen hier stehen richtig und nicht die Namen. Das sei noch kurz gesagt. Ja, sind wir durch mit dem HSV gegen Hertha? Oder wollt ihr noch was sagen? Nein. Musst du ja sagen, ob wir durch sind mit dem HSV. Ich bin fertig. Eigentlich schon vor der Tabelle. Ich wage da nichts zu sagen. Dann mach doch weiter, Tobi. Hoffenheim gegen Ingolstadt. Oh ja. Ja. 5-2. Das ist natürlich ein Spiel, das uns alle emotional elektrisiert. Naja, ich habe das, sag mal. Warum? Ja, ich finde, es erinnert mich ein bisschen an Dortmund-Leverkusen insofern, dass das Ergebnis weitaus höher ausgefallen ist, als es vielleicht das Spiel hergegeben hat. Ja, bei Dortmund-Leverkusen war es ja andersrum. Also es war ja richtig, dass es 6-2 ausgegangen ist. Ja, aber Leverkusen war gar nicht so schlecht, finde ich. Und ich fand auch Ingolstadt in Hoffenheim fand ich auch nicht so schlecht. Gerade, weiß ich, die erste Halbzeit vielleicht sogar die bessere Mannschaft gewesen. Hm. Und wurden dann in relativ kurzer Zeit, nach dem 2-2 und dann
haben sie so ein bisschen den Faden verloren und wurden dann zerlegt, kann man sagen. Ja, das ist auch vollkommen richtig. 2 Tore Scholloi, glaube ich, das passiert auch nicht alle Tage. Ja, war halt dann tatsächlich das 2-2 dieser Knackpunkt, weil Ingolstadt hat erste Halbzeit sehr gut verteidigt, hat dann die Chance genutzt, die sie bekommen haben durch Hoffenheim zum 1-1 und dann nach der Pause war es halt dann, fand ich, ein ausgeglichenes Spiel, bis dann schon beim Stande vom 2-2 eigentlich hat Ingolstadt nämlich alles nach vorne geworfen. Also die hatten schon bei 2-2, hatte ich das Gefühl, wirklich gedacht, dieser eine Punkt reicht nicht, wir brauchen eigentlich 3. Und sind dann schon in so 1-2 Konter reingelaufen und haben dann auch schon die Räume preisgegeben, defensiv, die Hoffenheim dann letztlich auch eiskalt ausgenutzt hat zum 5-2. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also Ingolstadt hat das sehr stark gemacht, eine ganze Zeit lang Hoffenheim vor viel Probleme gestellt und dann am Ende das 5-2 klingt nach einer größeren Prügelstrafe, als das Spiel eigentlich hergegeben hat. Wenn Ingolstadt so spielt und ein bisschen mehr Fortune hat, dann sind sie noch nicht abgestiegen, jedenfalls. Mhm. Ja. Was man vielleicht noch als Thema aufwerfen könnte, dass Nagelsmann hat sich nach dem Spiel ein bisschen ratlos geäußert. Über die Zuschauer. Ja. Angesichts der relativ niedrigen Zuschauerzahlen, die man hat. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es am Wochenende waren. 22.000, irgendwie sowas, ne? Ja, dass man, ich kann das Zitat, habe ich jetzt gleich. Dass nicht mal der attraktive Fußball seiner Elf die Leute ins Stadion jockt, Zitat, trifft bei mir auf sehr wenig Verständnis. Da bin ich ganz ehrlich, das kann ich nicht verstehen. Wir haben von 19 Heimspielen in meiner Amtszeit nur eins verloren, in dem es um nichts mehr ging, gegen Schalke. Das ist sehr schleierhaft. Unsere Ticketpreise sind normal. Es ist auch eine konjunkturstarke Region. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, das ist vielleicht auch schon ein Einblick, dass er doch nach Leverkusen wechselt, wo der Zuschauerschnitt ungefähr 25.000 ist. Ich hätte eine Vermutung, woran es liegt. Also in der Region gibt es natürlich viele Traditionsvereine, muss man sagen. Und wird es vielleicht nicht so erfolgreiche, aber es ist dann eben doch nicht alles. Ne? Also wenn man seinen Verein liebt, dann ist man auch Fan in der 2. Liga, vielleicht auch in der 3. Liga, was auch immer. Und wenn ich sage, also Plastikvereine, die können sich viel kaufen, aber vielleicht nicht die Leidenschaft der Fans. Ist ja auch aber ganz interessant, das ist eigentlich eine relativ zuschauerstarke Saison auch für Hoffenheim. Ich glaube, die zuschauerstärkste sogar, ne? Ich glaube, 9-10, wo sie der Herbstmeister waren, hatten sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Da waren sie, glaube ich, die ganze Hinrunde ausverkauft. Ja, die Hinrunde. Aber die Rückrunde zählt ja auch in die Gesamtstatistik. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass sie dann insgesamt noch mehr waren. Aber ich glaube, in der zweiten Liga, als sie irgendwie Meister wurden, hatten sie, glaube ich, 6.000. Ja, klar. Oder so. Also man darf nicht vergessen, wo der Verein herkommt. Der hatte vor 2-3 Jahren nicht mal 10.000 im Schnitt. Und du kannst eben nicht erwarten, dass das in derselben Geschwindigkeit wächst wie der sportliche Erfolg. Das ist einfach so. Das stimmt, ja, sehe ich auch so. Weil ich meine, das Ding ist ja auch, wie entwickelt man denn auch Liebe zu einem Verein? So, das ist ja. Also Pheromone so. Durch so große Dampfbläser. Ja, ich weiß es nicht, aber es ist ja irgendwie ein Prozess, der in einem. Reift oft als Kind oder so. Klar, es gibt Leute, die gucken Leipzig oder so und sagen, es ist geiler Fußball, da bin ich jetzt Fan von, aber in der Regel ist es ja eine Liebesaffäre, die wachsen muss. Oder nicht? Bei manchen existiert gar keine. Konterargument. Leipzig hat 10.000 Zuschauer im Schnitt mehr als Hoffenheim. Ja, aber Leipzig ist ja eine riesen Fußballstadt gewesen, schon immer. Ja, gut. Deshalb haben sie sich, also es ist ja kein Zufall, dass sie da. Außerdem haben die da schon immer gerne Red Bull getrunken, auch wenn sie abends Party gemacht haben. Also die Identifikation ist einfach auch da. Raber. Ein Traditionsclub. Ja. Raber Leipzig. Raber. Ein Traditionsgetränk in Leipzig. Ja, genau. Ja. Genau, also ich glaube auch, dass da soll man nicht so ungeduldig sein. Das wird sich vielleicht noch entwickeln von heute auf morgen. Weiß nicht. Ist ja auch irgendwie, ja, wenn eine Liebe, die langsam wächst, hat ja auch ein viel stärkeres Fundament. Das stimmt. Ne? Von daher. Da kann schon mal eine Switch rausspringen zum Beispiel. Ja, okay, also Ingolstadt muss leider ein bisschen abreißen lassen. Haha, leider. Was heuchle ich euch vor im Abstiegskampf. Und Hoffenheim festigt seine Champions-League-Ambitionen. Und damit sind wir wieder bei dir. Und du darfst die Entschlossung. Ach so, das ist ja schön. Dann entscheide ich mich für was haben wir denn da noch? Köln versus Bayern München. Ja.
3-0 Auswärtssieg von den Bayern, die derzeit wirklich in einer sehr guten Verfassung sind. Auch von der Ausstrahlung her anders wirken als noch vor ein paar Wochen. Haben wir immer wieder drüber geredet. Ja, sie holen ihre Punkte, sie gewinnen, aber irgendwie wirkt das alles nicht so richtig geil. Mittlerweile kann man sagen, scheinen das wieder die alten Bayern zu sein, die auch wirklich Spaß daran haben, Gegner wirklich platt zu machen. Also Köln war absolut chancenlos, muss man sagen. Ich glaube, Halbzeit 1, was waren es? 16 Torschüsse in Halbzeit 1 von den Bayern. Also Köln war einfach komplett überfordert, muss man sagen. Und das, obwohl Robben auf der Bank saß. Den ich auch bei Comunio habe. 14 Torschüsse, 14 zu 4. 14 Torschüsse, ja. Das ist natürlich was anderes. Das ist gut, dann ziehe ich das Argument zurück. ja, es war eine starke Leistung von Bayern, vor allen Dingen von den Abwehrspielern. Martinez mit dem 1-0, dann, ich glaube, Bernard mit dem 2-0. Und wer hat das 3-0 gemacht? Ribéry, genau, in der 90. noch. Ja, war eine souveräne Leistung von den Bayern. Und Köln hatte eigentlich, meiner Meinung nach, glaube ich, ein oder zwei ernsthafte Chancen. Und das war's. Und ansonsten war Osako beim Stande von 0-0 hat er, glaube ich, stimmt, diesen Kopfball, wo Neuer sogar, dann seine erste gute Parade in der Saison rausholen musste. Es hätte sogar einen Elfmeter geben können für Köln. Aber das stand schon 2-0, glaube ich, für Bayern. Und da hat auch Schmadtke im Nachhinein gesagt, na gut, dann hätten wir halt 3-1 verloren, wenn wir den Elfmeter bekommen. Also man muss sagen, das war einfach eine ganz starke Leistung von den Bayern, und Köln hat da verdient verloren. Aber ich glaube, für Köln bricht da jetzt auch nicht die Welt zusammen. Nee. Und ja, ist natürlich ein bisschen blöd für Köln, weil die jetzt schon seinen letzten 5 Spielen, glaube ich, 1 Punkt oder 4 Spiele 1 Punkt, was halt dann nochmal richtig auf Europa einschlägt. Dadurch ist aber ganz kurz, dadurch ist die ganze Tabelle wieder zusammengewachsen, weil dadurch, dass auch die Eintracht dauernd verloren hat, Hertha hat auch nicht so, dadurch konnte sich diese Gruppe, die am Anfang noch einen Vorsprung hatte vor Platz 7 und 8, der ist komplett geschmolzen. Wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, jetzt sind plötzlich auch wieder, also rein theoretisch, wenn wir von den internationalen Plätzen sprechen, können wir noch mal ganz kurz die Tabelle einblenden, liebe Regie, dann sehen wir es, dass so Vereine, selbst wie Leverkusen, die gerade ihren Trainer gefeuert haben, oder auch Gladbach oder so, die sind plötzlich wieder voll im Rennen um die internationalen Plätze, weil das kann alles jetzt ganz schnell gehen. Das ist alles sehr eng beieinander. Und das hängt damit zusammen, auch dass Vereine wie Köln, Hertha, Frankfurt eine Zeit lang geschwächelt haben. Wobei, kleines kurz dazu, bevor ich dann zum Spiel zurückkomme, könnte auch schon so ein bisschen momentan, der Trend deutet auf eine eher langweilige Endphase der Saison oben wieder hin. Weil es geht nur um Titelkampf oder was? Nein, der Titelkampf, klar. Aber Bayern, großer Vorsprung vor Leipzig, dann großer Vorsprung vor Dortmund, dann wieder Dortmund auch einen relativ großen Vorsprung, schon wieder 6 Punkte auf Hertha und auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang. Und auch Hoffenheim ist halt in guter Form und scheint da auch mitzumarschieren. Also da kann es schon sein, dass die ersten 4 Plätze dann, wenn die Teams so weitermachen würden wie aktuell, dann wären die ersten 4 Plätze in 4 bis 5 Spieltagen. Ich finde, was da immer ein guter Indikator ist, ist auch die Tordifferenz. Ja. Die lügt meistens nicht. Und wenn du so anguckst, da oben sind alle zweistellig positive bei den ersten 4. Das zeigt schon, das sind einfach auch die 4 stärksten Mannschaften. Ja. Und dann gibt es halt so Vereine wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt, die sich da irgendwie reingewieselt haben. Und die Tordifferenz zeigt es auch. Nächste Woche haben sie nämlich ein Minus. Und dann sieht man, dass die deshalb auch da sich nicht halten können, so finde ich. Kurz bevor wir in die Werbung gehen, ich glaube, das kann man auch kurz abhandeln. Köln, mutig, muss man ihn lassen, so halbwegs. Haben sich zwei hinten reingestellt, aber haben 2 Stürmer aufgestellt. Haben mit Zoller noch einen offensiven Außenstürmer aufgestellt und auch Konter versucht. Aber Bayern sind jetzt absolut in Form. Und dass Thiago wieder da ist, hebt das ganze Spiel einfach nochmal auf ein neues Niveau. Der bringt halt eine Struktur in das Spiel, der bringt eine Passgenauigkeit in das Spiel. Und der hat auch wieder am Wochenende eine richtig großartige Leistung gemacht. Ja, das ist auch so ein bisschen das Glück des Terminkalenders. Wenn du gegen die Bayern spielst, in einer Phase, wo sie so ein bisschen zickig sind und es nicht so rund läuft, dann spielst du vielleicht mal nur 0-1 oder ein 1-1 vielleicht oder so. Und wenn die Bayern rollen wie eine Maschine, dann kannst du dich wehren und kriegst trotzdem 3-4 oder du kannst untergehen und kriegst 8. Aber jetzt ist so ein bisschen die Phase, da hat was eher undankbar, gegen die Bayern zu spielen. Mal gucken, ob diese... Nee, ich wollte mal sehen, ob die so weitermachen in den nächsten Wochen. Und vielleicht bricht Frankfurt ja 2 Serien nächste Woche. Es sind ja immer sehr gut gegen die Bayern eigentlich. Aber ich glaube, die Bayern sind momentan auf ihrem Höhepunkt. Ich will einfach nur mal kurz die Bank vorlesen der Bayern zu dieser Partie. Ribéry, Kimmich, Rafinha, Hummels, Robben und Alonso. Das war die Reservebank. Das ist ja auch mal, kann man sich ja auch mal auf der Zunge zerbrechen. Der Albtraum eines jeden Communio-Spielers. Ja. Ja, das auch, ja. Das stimmt. So, gleich nach der Werbung haben wir noch ein Exklusivinterview mit
Aubameyang, dem Dortmunder Topstürmer, der gerade in der Torschützenliste führt. Das ist kein Witz, haben wir tatsächlich für euch im nächsten Block. Dann bleibt also in jedem Fall dran. Und natürlich sprechen wir noch über den restlichen Spieltag. Und es gibt ein Special zu Hertha BSC Berlin. Eventuell war das eine Lüge. Bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der Superfußballshow mit uns dreien. Hallo Nils. Hallo Etienne. Hallo an unsere Podcast-Zuhörer da draußen. Na, ich hoffe, Sie haben eine gute Autofahrt oder ihr seid toll am Joggen. Vielleicht einfach nur konzentriert oder beim Einschlafen. Oh. Warum? Das ist einfach so unklug. Ich meine, es ist ein solider Gag, das gebe ich zu. Aber du hast diese, ich gehe in den Chat, 20 Herzen Lacher, was du jetzt kriegst, hast du vermutlich 1000 Leute für immer verloren. Ey, das war es mir wert. Stell dir mal Folgendes vor, Butterfly-Effekt-mäßig. Da ist jetzt ein Typ da drin, ja? Und der hat jetzt diesen Gag, der fand den Gag sehr lustig und er macht den Gag in einer anderen Situation nach. Zum Beispiel irgendwie in der Schule. Und löst damit etwas aus, was vielleicht am Ende der Welt zu einer Revolution. Ich weiß noch nicht genau wie, aber es könnte sein. Es könnte sein, ja. Also das ist, alles nimmt irgendwo den Anfang. Eure Arbeitsplätze sind nicht bedroht, wenn der Podcast von 10.000 Leuten jetzt deabonniert wird. Tobias, ganz ehrlich, wenn Bundesliga eingestellt wird, sorge ich persönlich dafür, dass du irgendwo noch einen Job bekommst. Und wenn aber nicht bei uns. Aber nicht bei uns. So, wir sind immer noch bei der Spieltagsanalyse und ich glaube, wir waren gerade eben durch mit Bayern gegen Köln und damit sind wir bei Nils Wurmhoff, der sich jetzt ein Spiel raussuchen darf. Und ich entscheide mich, oh, das ist spannend, für Bremen gegen Darmstadt, 2:0, das Abstiegsduell. Die Rückkehr des Lutschers, Thorsten Frings an alter Wirkungsstätte in seinem alten Zuhause, dem Weserstadion. Mit seiner neuen Truppe Darmstadt 98. Und da setzt sich so ein bisschen fort, was man auch in den letzten Wochen, ja, May, schmeißt die Fuffis in den Club. Was sich in den letzten Wochen angedeutet hat. Darmstadt extrem motiviert, engagiert, kaum wiederzuerkennen, versucht auch ein bisschen Dominanz auszuüben und nicht nur passiv zu sein. Und es wird nicht belohnt. Man spielt sich Chancen raus, man ist optisch phasenweise die klar bessere Mannschaft und am Ende verliert man doch. Das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Wochen und auch dieses Mal, man hat Bremen in der ersten Halbzeit regelrecht an die Wand gespielt, sage ich mal, um es ein bisschen provokant auszudrücken und hat wirklich ja, dem Spiel Stempel aufgedrückt, bessere Chancen gehabt, hätte in Führung gehen müssen und hat sich selbst nicht belohnt für diese Dominanz. Und in der zweiten Hälfte konnte Bremen da ein bisschen besser gegenhalten und ist dann auch zu Toren gekommen. Das 1:0 nach einem Elfmeter. Aitac Zulu ja, ich weiß nicht, was Kruse, den Pizarro hat er Pizarro hat er so ein bisschen umgerammt von hinten und dann Kruse hat den Elfmeter reingemacht. Und dann auch später das 2:0 nachgelegt, Max Kruse. Und ja, damit ist Darmstadt ja, der Leistung so ein bisschen betrogen worden, denn das hätte ein Punkt wäre es mindestens gewesen, denke ich, was Darmstadt verdient gehabt hätte. Hat natürlich im Abstiegskampf jetzt die Auswirkung, dass Darmstadt immer weiter abreißen lassen muss. Mit jeder Woche wird es weniger realistisch, dass da noch irgendwas geht. Jetzt sind es schon 11 Punkte auf den Relegationsplatz. Für Bremen wiederum bedeutet das den dritten Sieg in Folge, also eine ganz wichtige Serie da unten. Man ist jetzt bei 25 Punkten. 9 Punkte von diesen 25 hat man in den letzten 3 Spielen geholt, also das ist sehr beachtenswert und ja, ist jetzt eben auch 2 Punkte vor dem Relegationsplatz. Da freut man sich in Bremen. Ja, für Thorsten Frings und Darmstadt ist es ein bisschen schade. Also es ist eigentlich aus Werderaner Sicht seltsam. Also es ist das dritte Spiel hintereinander, wo sie sich an den eigenen Strafraum gestellt haben und mal abgewartet haben. Und sie gesagt haben, wir lassen mal den Gegner machen. Das hat man jetzt gegen Darmstadt durchgezogen. Der Tabellenletzte, der mit 12 Punkten da irgendwo rumkrebst, wo man halt im eigenen Stadion vor ausverkauftem Haus gesagt hat, wir stellen uns an den eigenen 16er und gucken mal und lassen die mal kommen und hoffen auf den einen Konter. Das hat die Eintracht ähnlich gemacht gegen Freiburg. Ja. Komisch. Nur, Freiburg ist aber noch eine andere Hausnummer als Darmstadt. Und sie sind wieder damit durchgekommen. Also sie haben wieder die erste Halbzeit, hat glaube ich irgendwie 10:2 Schüsse oder so für Darmstadt. Ein Lattentreffer war darunter von Schollock. Also Bremen kann froh sein, dass Wiedwald einen guten Tag hat. Ja, Wiedwald hat noch 2 richtig geile Paraden rausgeholt. Und dann haben sie sich wieder irgendwie durchgeschummelt dann durch die erste Halbzeit. Zweite war besser. Man hat dann angefangen, Altintop im Spielaufbau zuzustellen. Man hat angefangen, das Mittelfeld rauszuschieben.
Aber war halt immer noch nicht gut. Und das ist halt, die lacken sich da unten so durch im Moment. Das ist 3 Spiele hintereinander gewonnen und alle 3 glücklich gewonnen. Und jetzt stehen sie mit 25 Punkten ganz gut da. Und das stimmt. Aber ist natürlich dann ein bisschen traurig für die jeweiligen Gegner, gerade Darmstadt. Punkten? 25 Punkten stehen sie ganz gut da. Naja, gut, also ne, 3 Punkte vom Relegationsplatz. Ich stell dir vor, die hätten die 3 Dinger jetzt verloren. Was hätte durchaus möglich gewesen wäre, ja, dann wären die jetzt, ja, dann hätten sie jetzt kurz vor Darmstadt quasi. Ja, 16 Punkte hätte man, man wäre 17. Da, ja, da wäre die Situation anders. Da wäre wahrscheinlich auch eine Trainerdiskussion. Also Abstiegskampf, muss ich sagen, finde ich dieses Jahr enorm spannend, weil gerade weil da auch so Vereine sind, bei denen man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann. Gut, HSV ist ja mittlerweile, gehört ja irgendwie zum Abstiegskampf. Zum festen Kreis. Gehört zum festen Kreis. Aber so Wolfsburg, Bremen, Schalke, Augsburg, also das sind alles so Vereine. Mainz kannst du sogar noch dazu rechnen. Vielleicht reden wir nur in Anführungsstrichen über einen Relegationsplatz, aber dieser Relegationsplatz kann im Zweifel auch, weiß ich nicht, Hannover 96 bedeuten oder so, weiß man nicht. Wird spannend auf jeden Fall noch, weil HSV meiner Meinung nach trotz der Klatsche gegen die Bayern eine aufsteigende Tendenz zeigt. Wolfsburg jetzt mit einem neuen Trainer. Also beim HSV muss man auch mal sagen, also es sind jetzt 23 Spiele gespielt, in den ersten 10 Spielen 2 Punkte. In den nächsten 13 Spielen 21 Punkte. Ist verblüffend, dass man nach so einem Start überhaupt noch die Chance hat, nicht abzusteigen. Gut, Tobi, du bist dran. Ich nehme. Achso. Hallo, Tobi. Hi, Mädchen. Ich nehme. Na, mach doch. Ja, ich musste kurz gucken. Wir reden gleich über Mainz bei Wolfsburg. Wir haben ja gerade schon ein neuer Trainer als Stichwort gesagt. Andries Jonker, der alte Holländer. Der alte Holländer. Einfach schön, dass du so sagst. Der alte Holländer. Der früher Co-Trainer war bei Louis van Gaal, dann, glaube ich, Bayern U Amateure trainiert hat und dann zu Arsenal gewechselt ist. Dort gekommen als Jugendkoordinator. Was auch dann wieder die Frage aufwirft. Es war jetzt nicht so, dass Jonker irgendwie in einem festen Job war und erst jetzt frei geworden ist. Den hätte man durchaus auch schon vor 3 Monaten holen können oder irgendwann. So. Und jetzt hat man aber bei VfL Wolfsburg ist einem plötzlich eingefallen nach dem besten Spiel unter Ismael. Okay, wir können ja doch den Jonker holen. Aber ich muss sagen, Wolfsburg ist aber, wenn wir noch gerade dabei sind, ist schon auch eine überraschende Trainer. Ja, also, eben, das meine ich ja. Weil ich meine, wir reden hier über Abstiegskampf. Und im Abstiegskampf holt man sich in der Regel dann vielleicht eher mal den, der ein bisschen Erfahrung als Profitrainer mitbringt und oder im Abstiegskampf oder die Bundesliga Nagelsmann. Kennt. Nagelsmann? Ja, Gegenbeispiel. Einfach letztes Jahr, Hoffenheim. Okay, ja, der war aber ja schon geplant für die nächste Saison. Das stimmt. Ja. Komm, aber ja, ich sage ja auch in der Regel, ne, klar, gibt es immer auch wieder Ausnahmen. Und bei Wolfsburg, die ja jetzt dann mit Ismael schon eine komische Entscheidung getroffen haben, jetzt wieder so eine. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall, man kann es ja auch positiv sehen, dass sie immer mal irgendwie was versuchen. Ja. Aber es ist jetzt nicht der Hüb Stevens oder Friedhelm Funkel oder. Es ist halt auch, wie gesagt, deswegen ist es halt auch eine komische, weil man hatte so das Gefühl irgendwie, dass Wolfsburg wartet, bis irgendjemand frei wird, dass wir sie irgendwann bekommen. Mhm. Und bei Jonker hat man wiederum das Gefühl, okay, der hätte aber auch schon vor einem Monat oder vor 2 kommen können. Ja. Was ich daraus halt ziehe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die immer noch nicht wirklich davon überzeugt, dass sie im Abstiegskampf sind, sondern dass dann ein Trainer verpflichtet wurde, mit dem man eine Top-Mannschaft nach oben führen will. Aber ich sehe da jetzt nicht gut, vielleicht kenne ich mich da jetzt bei den Trainern zu schlecht aus, aber ich sehe da jetzt nicht Ärmel hochkrempeln, uns steht das Wasser bis hier. Aber wie oft hat denn Jonker eigentlich schon als Cheftrainer gearbeitet? Du sagst, er war bei Bayern Co. Ja, noch nie. Und dann, ja, doch, dann hat er ja übernommen. Interims. Der war ja bei Bayern Co. unter Van Gaal, hat dann Chef gemacht. Ja, interimsmäßig. Oder? Ja, für 5 Spiele hat er, glaube ich, 4 von gewonnen. War gut, bei Wilhelm 2. Ja. Wilhelm Ill 2, jetzt blamier ich mich gerade, Tilburg, war später bei Wolfsburg Co-Trainer wieder, bei Arsenal Nachwuchstrainer, ja, viele Stationen hat er nicht. Maastricht, ja. Viele Stationen hat er nicht. Mich erinnert das so ein bisschen an Michael Henke, den ich ja sehr schätze, weil er bei uns zu Besuch war. Viele Grüße, lieber Michael. Der ja auch quasi der prädestinierte Co-Trainer ist und dann auch als Cheftrainer seine Rolle war irgendwie so ein bisschen von Commander Riker unter Captain Picard. Ne? Da ist Riker als Captain eines alleinigen Schiffes, denkt man sich auch, ja, das ist irgendwie, du bist doch der Co von Captain Picard, denkt man sich dann.
Und so war das bei Henke auch. Und frage mich, ob Jonka vielleicht auch eher so ein Commander Riker ist. Der aber über welchen Riker reden wir? Den mit Bart oder den ohne? Ja, immer mit Bart. Immer mit Bart. Also Riker ohne Bart, das ist ja wie Nils ohne Bart. Für Grillenzirpen. Ja, aber ich stimme dir zu mit allem, was du gesagt hast. Es ist ein bisschen komisch. Wie sind wir denn jetzt da gelandet? Bei Wolfsburg gegen Mainz. Ach so. Ein 1-1. Was er auf jeden Fall geschafft hat im ersten Spiel, ist, dass Wolfsburg merklich defensiv stabiler dastand. Haben sich erstmal so auf eine Defensive konzentriert. Auch wieder mit einem 4-2-3-1, / 4-4-2 ist das ja dann gegen den Ball meistens. Hatte ein paar interessante Ideen gehabt. Es hatte so ein bisschen so gewirkt wie Bayern unter Louis van Gaal mit. Was kriegst du so? Entschuldigung, mein Kopf ist so, einfach. Sache an. Los. Nein, das kann mich jetzt nicht. Kann nicht immer alles. Nee, nichts hat nichts mit dir zu tun. Entschuldigung, ich bin auf Abwägen gewesen kurz, aber okay. Da kann ich nichts für. Ich habe mich von alleine gelassen. Weiter bitte. Louis Cator bei Bayern. ähnlich wie Louis van Gaal bei Bayern. Wir kennen es ja von Robben und Ribéry, die. Linksfuß auf rechts und dann Rechtsfuß auf links, die in die Mitte ziehen, immer und dann abschließen. Das hat er jetzt auch versucht in der ersten Halbzeit mit Didavi auf rechts als Linksfuß und Mali auf links als Rechtsfuß. Hat nicht so gut funktioniert, auch weil einfach die Bälle vorne nicht ankamen. Also diese fancy Taktik-Tricks bringen ja nichts, wenn du den Ball nicht vom Mittelfeld in den Angriff bekommst. Und in der zweiten Halbzeit hat sich dann so ein bisschen ausgelaufen das Spiel, weil Wolfsburg dann auch gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns auf die Defensive. Mainz auch gesagt hat, okay, 1-1 ist jetzt nichts, womit wir nicht leben könnten. Und Spiel vorbei. Sorry, der Chat hat geschrieben, ich habe Brüste und dann gucke ich auf den Kontrollmonitor und sieht wirklich so aus. Und es liegt an diesem Hemd. Es fällt halt komisch und jetzt nervt es mich und jetzt ziehe ich die Jacke wieder an. Weil es sieht wirklich aus, als ob ich Hängetitten hätte, die hier so auf dem Tisch abgelegt. Flatsch. So Fladen, ne? Ja, so flatschige Fladen, die man dann so. Dann kann man die noch so hier so raufnageln. Und dann hängst du hier so an so Fladendinger dran und so. Entschuldigung. Was geht da los? Wo waren wir stehen geblieben? Ich war bei fertig. Wolfsburg. Du warst fertig. Hast du heute nichts auf der Taktiktafel? Doch, wir heben uns das irgendwie auf. Darf ich dich mal was fragen? Ja. Daniel Didavi, Yunus Mali, zwei ganz exzellente Zehner eigentlich, ne? Klassische Zehner. Eigentlich schon, ja. Ja, spielen jetzt bei Wolfsburg, da fragt man sich natürlich, ich fühle mich zurückversetzt in meine Jugend als Overath und Netzer, als man gesagt hat, das geht nicht. Die können nicht zusammenspielen auf der Zehnerposition. Mhm. Wie funktioniert das bei Wolfsburg dann? Ja, bis jetzt noch nicht so. Also, wie gesagt, gerade haben beide auf Außen gespielt. Dann in der zweiten Halbzeit ist Didavi ins Mittelfeld gewechselt und Mali blieb auf Außen. Und grundsätzlich könnte man sie, wenn man sie in einem offensiven System reinbringen will, beide so im zentralen Mittelfeld spielen lassen, in einem 4-3-3. Ich bin gespannt, ob man das mittelfristig versucht. Aber man hat halt schon deutlich gemerkt, dass Jonka erstmal gesagt hat, okay, wir machen erstmal ganz klassisch 4-4-2, Defensive stabilisieren. Das ist der erste Fokus und dann sehen wir später weiter, wie wir Tore schießen. Ja, und er hat zu Mario Gomez gesagt, Mario Gomez, tu das, was du kannst. Und nicht das, was du nicht kannst. Bleib bitte beim Tor, mit dem Gesicht zum Tor und nicht irgendwo anders rumlaufen. Was kannst du nicht? Schieß einfach Tore. Hat er gemacht. Ja. Mit dem Kopf. Wie seht ihr das denn? Gomez war bei uns auf dem Transfermarkt. Ich bin mir sicher, ihr habt auch kurz mal mit dem Gedanken gespielt, ihn euch zu holen. Hab ich nicht. Nee? Nee. Gar nicht? Wen soll ich denn dafür verkaufen? Büsement? Ich habe tatsächlich nicht mit dem Gedanken gespielt, weil irgendwie Gomez so eine komische Saison spielt. Also eben. Ja, aber ich habe schon gedacht, neuer Trainer, vielleicht geht da jetzt was. Wird sicherlich eine Wertsteigerung kriegen, also ist relativ risikoarmer Transfer. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, Gomez. Ja, gut, du hast ja auch am Wochenende 20 Millionen einfach mal rausgehauen aus Frust über den schlechten Spieltag. Ja, das, aber ich habe auch mit. Das Problem ist halt, Gomez. Bankdrücker in hohen Millionenwerten. Also Gomez ist ja so eigentlich gut, aber dass er jetzt die Stürmer halt so versetzt hat spielen lassen, das deutet für mich schon darauf hin, dass er auch ein bisschen mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld holen möchte, der Jonker. Und ich weiß nicht, ob Wolfsburg kurzfristig so viele Bälle in den Strafraum reinbekommt, dass Gomez wirklich seine Chancen bekommt, die er bräuchte. Er hat ja auch in der Hinrunde immer relativ viele Chancen gebraucht für Tore. Da bin ich noch skeptisch, deswegen habe ich mir jetzt keinen. Gomez habe ich nicht zugeschlagen. Okay. Ja, ihr habt ja generell nicht viel gekauft. Waren viele gute Leute auf dem Markt. Gut. Gut, dann
würde ich fast sagen, wir beschließen das mit Mainz gegen Wolfsburg. Ich kann dem jetzt auch nicht mehr so viel hinzufügen. Es war irgendwie ein langweiliges Spiel für mich. Also gerade nach dem 1-1, irgendwann hatte man auch das Gefühl, das große Risiko kommt jetzt von keinem der beiden Mannschaften mehr. Man könnte Öztunali, könnte man, glaube ich, noch positiv erwähnen, der auch das 1-0 toll vorbereitet hat, in einer guten Einzelaktion, auch generell ganz gut drauf ist, irgendwie, glaube ich, 3 Scorerpunkte. Das 1-1 war es, glaube ich. 1-1 war es, ja. Ansonsten war das auch nicht so eine spektakuläre Partie. Ja. Na, wo ist denn jetzt die Taktiktafel? Wo ist sie denn? Ja, auf meinem PC. Ja, na, aber was, zu welchem Spiel haben wir alle jetzt? Ja, du hast eine. Wir fehlen noch 2 Spiele, oder nicht? Ja, das ist richtig. Mhm. Augsburg bleibt, ja, dann weiß ich schon. Du hast eine 50-50-Chance. Ja. Obwohl, du hast Gladbach-Schalke genommen. Stimmt's? Was hast du jetzt genommen, Gladbach-Schalke? Gladbach-Schalke, sage ich. Diese Antwort ist. Richtig. Korrekt. Nice. Kinder etwas, was ihr beide aus dem Nerdquiz nicht so gut kennt. Hast du schon gespielt? Nee, ich war leider verhindert, als ich eingetragen war. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt diese Saison nochmal zum Zuge komme oder ob ich dann quasi als Ehrensieger. Vor allen Dingen sozusagen. Dieses Gefühl, dass wir beide nicht kennen. Ich wollte einfach nur euch ärgern, weil ihr habt doch beide. Hast du gar nicht gesehen, die Folge, oder? Weißt du gar nicht, wer gewonnen hat? Ich spoil das doch jetzt hier niemandem, wer gewonnen hat. Nee, doch schon. Ich weiß, aber vielleicht will sich das ja jemand noch anschauen. Nee, will keiner. Kommen wir doch jetzt mal zur Taktiktafel. Das ist doch scheiße. Schaut euch an. So, Was ist das denn? Das ist doch keine Taktiktafel. Das ist doch einfach, sieht aus wie Cornflakes. Das ist eine Spielszene aus dem Spiel Gladbach gegen Schalke. Das ist die Szene, die geführt hat zum 1-0. Ich kann ja vielleicht mal zeigen, die Cornflakes hier auf der Cornflakes-Packung. Hier haben wir das Schalker Defensivsystem, ein 5-3-2. Beide Stürmer hier vorne versetzt. Die ganze Mannschaft, muss man dazu sagen, ist noch ein bisschen nach oben gerückt, also auf die linke Seite. Da kommt nämlich der Ball her von Gladbach. Das ist eine Spielverlagerung. Und jetzt sieht man halt das Problem, was Schalke in diesem Spiel hatte so ein bisschen. Dass sie nicht nach diesen Spielverlagerungen schnell genug rübergekommen sind. Ich lasse einfach mal die ganze Szene abspielen und danach kann ich ja noch einzelne Aspekte zeigen. So lief das, Ball nach außen raus und dann die 7 Hermann einfach brutal hinter die Abwehr geschickt. Der spielt den Ball in die Mitte. Johnson kommt rein. Und knallt das Ding aber sowas von in die Maschen. Das hat er stark gemacht. Wer hat den bei Comunio? Ich glaube, du. Ach, stimmt, ich hab den. Mhm. Oh. Hast du eigentlich noch Ribery? Mhm. Echt? Ja. Hab Ekdal auch. Was hat man hier sehr gut erkennt ist, eigentlich habe ich ja immer dieses 5-3-2 als sehr defensiv stabiles System gelobt, gerade weil du halt hier in der Mitte so einen dicken Fünferblock hast und da nicht reinspielen kannst in diesen Fünferblock. Jetzt aber, wenn du es halt so machst wie Wolfsburg, ist, sag ich immer bei Hacking wie Wolfsburg. Das geht dir nicht in meinen Kopf hinein, dass er bei Gladbach ist. Wie Gladbach das unter Hacking gemacht hat. Der Ball kam von hier oben, wird verlagert. Szene 2 sieht man schon, wie die Mannschaft eindrückt. Und jetzt sieht man schon hier so ein bisschen die Probleme. Der Passweg nach außen ist nicht zu. Gleichzeitig ist das Tadic hinter Hermann. Hermann hat sich weggeschlichen und hat dann den entscheidenden Meter Vorsprung. Gleichzeitig rückt halt niemand dann so schnell nach, dass man irgendwie da zu zweit das machen könnte. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Bartschuber bleibt sogar hier stehen, um den Rückpassweg abzusichern. Dadurch, dass Hövedes nicht einrückt, wenn er hier stehen würde, Hövedes, wäre es kein Problem. Aber er steht halt hier hinten und kann Johnson einfach sich hinter Hövedes davon stehlen. Das sind dann so Kleinigkeiten, die das ausmachen. Aber um zu zeigen, dass das halt nicht nur einmalige Kleinigkeiten war, kann man nochmal das 3-1 hervorrufen. Weil hier eine ganz ähnliche Szene. Schalke ist auf rechts eingerückt, macht keinen Druck, Ball kommt hier rüber. Caligiuri lässt einfach den Weg nach außen laufen und ich glaube, Janschke war es, kann einfach loslaufen. Und dann in diesem Moment ist es schon nicht mehr verteidigbar, weil Raphael einfach hier auf Stindl rüberspielen kann und dann Stindl mit einem schönen Flügelwechsel rüber zu Wendt, der das Ding dann in die Maschen knallt. Was ich damit sagen will, ist, dass halt dieses 5-3-2, was ich so lange gelobt habe von Schalke defensiv, momentan sehr anfällig auf den Flügeln ist, wenn du es halt schnell mit einer Verlagerung überspielst, weil Schalke die Flügel nicht richtig zumacht. Und dann im Anschluss kannst du ins Zentrum reinkommen, wie in der zweiten Szene, oder direkt den Flügel runterspielen wie in der ersten Szene. So. Tja, mein Ziel, übersteht er die Saison? Gegen wen spielen die nächste Woche? Ja, man muss dazu ein bisschen, also Mainz steht ist jetzt angeschlagen, ich glaub, teilweise auch zu Recht. Aber man muss auch sagen, die letzten... War der mit Großkreuz unterwegs, oder? Aus den... Nee.
Aus den letzten 5 Spielen haben sie 6 Punkte geholt. Augsburg. Gegen Bayern, gegen Hertha, die auch vorne mit dabei sind, hat man gewonnen. Gegen Köln, gegen Hoffenheim und jetzt gegen Gladbach. Also auch alles keine No-Names. Und Schalke hat noch ein paar Leute, hat eigentlich noch alle Teams aus, von unten, gegen die sie spielen müssen, können, dürfen. Nächste Woche gegen Augsburg, gegen den Ex-Verein von Weinziel. Ja, gegen Augsburg können sie noch, ich glaube gegen Bremen, gegen HSV müssen sie auch noch ran. Also da kann sie schon noch ein paar Punkte holen. Das ist jetzt wieder so, wir haben jetzt wieder so ein bisschen die Situation wie am Anfang der Saison, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, 5 Spiele, 0 Punkte. Die stehen ja ganz unten und danach sind sie ja explodiert eigentlich. Mit dem Unterschied, dass Gladbach jetzt die Mannschaft, wo sie jetzt das erste Mal explodiert sind in der Hinrunde mit dem 4-1 oder 4-0 war es, glaube ich sogar. Und auch explodiert Gladbach, ist. Ja, dass Gladbach jetzt selber gut ist. So. Ja. Und man hat auch, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so, dass Gladbach schon noch an das Hinspiel gedacht hat. Die haben halt schon noch gedacht, als es dann 3-1 stand, okay, jetzt hauen wir noch ein Ding, den noch ein Ding rein, machen wir noch mal 2-3 richtig schöne Angriffe nach vorne und zahlen denen das heim. Ja, vielleicht auch psychologische Kriegsführung im Hinblick auf das Europapokal-Achtelfinale. Da spielt man ja dann nochmal gegeneinander, 2 Spiele also. Lustig übrigens, man hätte ja auch fast im DFB-Pokal gegeneinander gespielt, wenn die Losfee ein bisschen anders gezogen hätte. Schalke ja in München und Gladbach in Hamburg. Dann hätte man die Konstellation gehabt wie 2009 HSV Bremen. DFB-Pokal, Europapokal und Meisterschaft quasi. Schalke ist rausgeflogen, oder? Jetzt, nee. Ja, ja, gegen München. Ja. Hm? Ich meine nur. Ach so, ja, stimmt. Ja. So. Ja, also das zu Gladbach gegen Schalke. Und Gladbach, kann man, glaube ich, ganz klar sagen, haben nur noch ein Ziel, und zwar nochmal nach Europa. Guck mal, Parser Gaming, ganz interessant. Ja. Wenn wir mal was Interessantes im Chat haben, was der Sendung tatsächlich hilft. Höwedes muss sich einer Hüft-OP unterziehen. Die Ärzte empfehlen lieber heute als morgen. Er will bis zum Sommer auf die Zähne beißen und wird im Training nur noch geschont. Mhm. Und hat ja den entscheidenden Fehler da gemacht. Vor dem 0-1, ja. Also ich entscheide, genau. Aber ein Fehler in der Fehlerkette, auch die kann Frage, man klar sagen. Ob ja. Das so sinnvoll ist, aber gut. Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern das System mit der Fünferkette, mit Höwedes steht und fällt. Ja, schade, ich weiß gar nicht, man hat, Naldo fehlt ja auch jetzt. Ja. Aber Kehrer hat ja gespielt am Wochenende, der könnte auch innen spielen, hat jetzt aber auch nicht auf links die beste Figur gemacht. Mhm. Man könnte aber auch umstellen wieder. Vielleicht macht man das auch jetzt demnächst mal wieder. Weil man halt, wie ich habe es ja jetzt gerade gezeigt, das ist ein bisschen entschlüsselt, das System mittlerweile. Da versucht keiner mehr, dahin zu spielen, wo Schalke gerne den Ball hätte. Mhm. Ist allgemein so ein bisschen diese Fünfer-Ketten-Teams, die straucheln jetzt alle ein bisschen. Also Frankfurt ist ja momentan nicht so gut dabei. Schalke, Hoffenheim, okay, Hoffenheim zieht das noch wirklich durch. Wolfsburg hatte zuletzt große Probleme mit der Fünferkette. Das sieht jetzt ein bisschen so nach dem Trend aus allgemein, dass die besser entschlüsselt sind, weil jetzt natürlich die Teams auch öfter dagegen gespielt haben und auch so langsam eine Lösung finden, auch diese Fünferketten zu knacken. Ja. Gut, so ist es ja immer im Fußball, ne? Da kommt jemand mit einer Idee und dann wird die gekontert und irgendwann ist man wieder beim Libero. Und Lothar Matthäus feiert sein Comeback. Wir haben noch ein Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Das sucht sich dann von alleine aus und das müsste dann natürlich Augsburg gegen Leipzig sein. 2-2. 2-2. Mhm. 1-0 Augsburg, 2-1 Leipzig, 2-2 Endergebnis. Ja, Leipzig hat sich geärgert so ein bisschen, nach, dass man doch nach eher schwachem Spiel, muss man sagen. Also man hat eine relativ geringe Passquote diesmal gehabt. Man hat nicht so die Genauigkeit reinbekommen ins Spiel. Man hat sich von Augsburg, die wieder sehr viel gelaufen sind, die wieder sehr viel angelaufen sind, auch so ein bisschen das Spiel aufzwängen lassen. Mhm. Aber ist dann trotzdem 2-1 in Führung gegangen und zu diesem Zeitpunkt auch verdient und hätte das eigentlich nur über die Zeit retten müssen. Und fängt dann selber einen Konter ein, quasi, beim Stande von 2-1, ausgerechnet Leipzig, die ja sich dafür rühmen, defensiv eines der besten Pressing-Systeme der Welt zu spielen. Fängt man dann diesen Konter ein, den Martin Hinteregger. Ausgerechnet Martin Hinteregger, da gibt es ja auch noch eine Vorgeschichte. Ja, abschließt zum 2-2. Und das ist dann schon ein ärgerlicher Punktverlust nachher. Auch wenn es in der Summe, fand ich, für den Spielverlauf okay war. Also Augsburg hat gut gefightet und Leipzig hat jetzt nicht so unendlich viele Torschüsse gehabt. Ging das schon okay, aber muss man sich natürlich ärgern. Einfach. Da hat man jetzt wieder so ein bisschen abgerissen auf Bayern. Ja. Martin Hinteregger, ja. Das stimmt. Direkte Champions League-Qualifikation. Wahrscheinlich das realistischere Ziel für Leipzig. Trotzdem, klar. Tabellarisch hat man den Anspruch, in Augsburg zu gewinnen. Viel mehr kann ich dem auch nicht hinzufügen. Ja, wieso denn Champions League-Qualifikation? Leipzig.
Also nicht Meisterschaft. Also weil ich ja gesagt habe, ach so, Bayern, ja, also du meinst, dass sie Champions League spielen, weil Champions League Qualifikation wäre ja vierter Platz. Nee, nee, die direkte wäre dritter. Direkte. Ja, ja, das war ich gerade nicht sicher. Genau. Gut, dann beschließt sich hiermit, glaube ich, unser Spieltag. Gleich nach der Werbung haben wir noch ein kleines Leckerbisschen. Champions League ist so. Für euch. Haben wir keine Zeit mehr, ne? Ja, wir kommen gleich zu jemandem, der die Champions League ach, wir haben noch gar nicht fertig. In nächster Nähe betrachten wird. Nämlich beim Rückspiel gegen Lissabon, und zwar Aubameyang. Da haben wir ein schönes Interview. Ich dachte, die Sendung ist schon zu Ende. Nee, nee. Dennis war in London, Dennis Richtarski, und hat Pierre-Emerick Aubameyang getroffen, auf den Wunsch von Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick. Pierre Augustinus. De Gaulle. Augustinus. So. Und das zeigen wir euch nach der Werbung. Also bleibt uns treu und dran und so weiter. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Willkommen zurück bei Bundesliga, der tagesaktuellen Supershow. Ums runde Leder dreht sich hier bei uns alles, und es ist jetzt an der Zeit, wir haben es lange versprochen, wir wollen euch heute ein Interview zeigen von Pierre-Emerick Aubameyang, das er von Dennis Richtarski geführt hat. Dennis Richtarski, ein unser bester Fußballjournalist der Welt. Und was Pierre-Emerick Aubameyang Dennis Richtarski zu fragen hatte, als er ihn in London gestalkt hat, das seht ihr jetzt. Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann! All right, so it's pretty tight right now in the German Bundesliga goal-getter list. I think Lewandowski is right above you. Yeah. Do you have his phone number? You call him when you score a goal? No, I don't call him. But sometimes we speak. Sorry. Ah, okay. Okay. No, I don't call him after a goal, but sometimes we send each other some messages, and it's nasty messages. Yeah. All right, I can imagine. Okay, so there's a little bit of competition between the two of you, right? Yes, of course, but I think it's a good competition. Yeah, I think so as well. Yeah. Last year he won. Now it's your turn, right? It's my turn, of course. Now I think it's 4 years in a row that he won the trophy, or maybe three. So we need to change it. Yeah, I hope for that. Yeah, so at Borussia Dortmund, it's a very young team, very energetic. Yeah. What do you like most about Borussia Dortmund and the team? Well, tell you the truth, I like a lot the new players. Sorry, I think they are young, but they are a little bit crazy. They give us something different from the last year. So I think it's really cool to play with them. And which one is the one you see the most potential in? I think Dembélé, because I like him so much. Okay. But also Guerreiro and Emre Mor, they are unbelievable. This morning I trained with Emre in the same team, and was crazy. So quick, so fast with the ball, so unbelievable. So after you play football, you got a pretty interesting taste of clothing. Yeah. So would you tell me how much does your most expensive piece of clothing cost? Do you know that? Maybe I know, but I don't want to. You won't say to you, I wouldn't know? Either. But what kind of part is that? Is it a hat? What do you like I most think about it's clothing? Shoes. Shoes. Yeah, shoes. Yeah. Yeah. So those crocodile leather things. Yeah, that's your thing. Something like that, or with all Swarovski things. Something like that. Yeah. Okay. Yeah. And you like cars as well, I think. Yeah. how much cars do you have? Come on, be honest. I'm honest. Now I'm buying my fifth car. Fifth car, yeah. Your fifth car? Yeah, my fifth car, yeah. Oh, you can have a race by yourself with five cars. Of course. Okay, thank you very much. Thank you. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Das war wie früher bei Frauen, ne? Eine Frau hat mir mal erzählt, es gibt so eine Fünferregel. Wenn man sich fragt, mit wie viel hattest du Sex? Männern hattest du Sex, gibt es die Fünferregel? Mhm. Das ist die Fünferregel? Man sagt immer fünf, auch wenn es 20 sind. Weil fünf, so eine Zahl, kann sich keiner von war zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, okay, das ist glaubwürdig.
Ja. Aber es ist aber auch nicht bitchig. So wenig, dass ich mich gut fühlen kann. Und das so mit den Autos, vielleicht. Wie viele Autos hast du? 6. Sehr gut. Das glaube ich dir nicht. 5 hätte ich geglaubt. 5 hättest du geglaubt? 5 hätte ich geglaubt. Ich habe 5 Autos. Ja, ein Auto in einem Auto. Der echte Dennis Richtarski. Das war der echte Dennis Richtarski? Der echte, ja. Viele haben gedacht, wir machen Scherze, als wir es gesagt haben. Aber es war, natürlich haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. Es war der echte Dennis Richtarski. Wahnsinn, ne? Was man auch, ich glaube, er hat nicht die Wahrheit gesagt. Ich glaube, sein teuerstes Kleidungsstück können nicht die Schuhe sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Uhr ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das hier ist. Ich weiß nicht, ob die Regie das abgreifen kann. Dieser Hut? Der Hut. Der Hut? Dem gehört der Hut? Oder einfach der... Der ist so zeitlos, der ist wahrscheinlich so teuer gewesen, der ist aus den 20ern original gekauft. Wahrscheinlich ein Originalhut. Der teuerste Hut spielt auch in Leicester, dachte ich. Ja. Das ist gut. Du warst eigentlich auch schneller, hätte mir auch sparen können. Ey, aber man kann ja an der Stelle kann man nochmal Werbung für Donny O'Sullivans Facebook-Seite, Fußballer, die den Swag aufdrehen machen, weil da ist Aubameyang regelmäßiger Stammgast und holt immer Topscores. Mit seinem. Hat er auch Swag. Swag, ne? Mit seinem Swag. Swag. Ist ja auch für ein gutes Swag. Den Swag auf. Also, privat orientiere ich mich nur an Aubameyang, was Kleidung angeht. Ja. Du bist generell vom Typ her sehr ähnlich. Ja. Er soll ja schüchtern sein, tatsächlich. Ich fand auch, ich bin erstaunt darüber, dass er so, auch, der wirkt ja plötzlich so jung. Ich finde, ganz oft wirken Fußballer viel älter. Aubameyang, ja. Ganz oft wirken Fußballer viel älter, als sie wirklich sind, weil das sind ja alles irgendwie Teenager teilweise und man guckt die an und denkt irgendwie so, der wirkt nicht wie ein 17-Jähriger oder ein 20-Jähriger oder der kommt mir nicht vor, als ob der 18 Jahre jünger ist als ich. Ja, das ist die Kopfschranke und dann sitzt da so ein Dennis neben einem, der ja so aus unserem... Der 10 Jahre älter ist als Obama. Ja, der kommt ja aber aus unserer Altersklasse und dann sieht man erst, fuck, sind wir alt. Man muss sich erst neben einen Aubameyang setzen, um zu sehen, wie Aubameyang man eigentlich ist. Erschreckend, oder? Hast du gerade Aubameyang gesagt? Ja. Das ist das schon fast, weiß ich nicht. Das ist eigentlich krankhaft, so dass du kannst gar nicht anders. Nee, das muss raus. Ja, vielleicht in ein paar Jahren wird man dann die passende medizinischen Begriff für diese Störung finden. Ja. Ist nur noch nicht erforscht wahrscheinlich. Aber meinst du, sie trägt dann meinen Namen? Ich meine, immerhin etwas, was meinen Namen trägt. Also. Außer du. Du bist halt eine Krankheit. Wie nennt man das? Das Bohmhoff-Syndrom oder sowas. Ja, das leidet unter das Bohmhoff-Syndrom. Er muss Kalauer oder er muss Meinen machen. Sie das Bornhoff-Syndrom? Nein, das ist kein Sinn. So, das Bornhoff-Syndrom. Gut, ja, das war eigentlich schon der Höhepunkt. Wir haben gleich im Anschluss natürlich noch eine neue Folge New Game Plus. Unter anderem mit dem großartigen Elias. Und der Switch als Hauptthema. Können wir ja gleich mal gucken, ich ob Elias keine, noch ich schreibe gleich mal, lebt. Thema, ob ich einen Switch kriege. Ob du eine Switch kriegst? Ich würde gerne einen kriegen. Als Influencer. Ich habe schon versucht, aber die haben gemeint, ich influence nicht genug. Echt? Also, du musst so ein Influencing-Game upstaken. Wie sagt man? Ja, doch, upsteppen. Ja. Upsteppen. Aber das wurde im letzten Jahr so. Simon ist gerade big im Influencing-Game und ich habe gedacht, ich muss da auch jetzt mal rein. Das, irgendwie. Wo du letztes Jahr so oft Influencer hattest. Nee. Den habe ich noch nie gehört. Nee, ey, scheißegal. Wollen wir noch Tipps machen oder wollen wir über Champions League reden? The Champions! Team Limited ist übrigens nach Switch auch noch heute, ne? Ist klar. Ist ja klar. Heute so. Mit Andy Strauß übrigens, der ersetzt den Ben, weil Ben auf einem Konzert ist, dieses miese Schwein. Lässt bei einer Team, Band? Lässt das Team. Wir kommen in lässt das Team im Stich. So ist er halt. Na gut. Also, wollen wir jetzt über Champions League sprechen oder lieber Bundesliga-Tipps raushauen? Ich glaube, Arsenal-Bayern. Kann man kurz abhandeln. Arsenal wird weiterkommen. Arsenal wird weiterkommen. Nein, Bayern kommt weiter. Und wir könnten kurz so reden über Benfica gegen Dortmund. Dortmund gewinnt 3-1. Dortmund muss gewinnen, ja. Dortmund hat ja Hinspiel 1-0 verloren. Völlig wahnsinnigerweise. Es wird schwierig, glaube ich, weil Benfica wird sich dann hinten reinstellen, auf den Konter lauern. Dortmund ist defensiv nicht ganz so sattelfest. Haben wir auch am Wochenende 2 Stück bekommen. Mhm. Trotz starker Leistung vorne. Da muss schon. Und Reus fehlt. Weiß ich nicht, wie man den ersetzt. Schürrle ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und dann Dembélé wieder auf Außen ziehen. Dann hat man ihn aber nicht mehr so präsent wie zuletzt. Das ist eine schwere Frage. Also, das ist. Ich glaube, das ist nicht so gesetzt, dass Dortmund weiterkommt. Nö, sonst müsste man ja gar nicht spielen. Ich glaube trotzdem, dass Dortmund weiterkommt. Ich glaube, wenn Dortmund 1-0 in Führung geht, dann können sie noch mal die richtig überrollen. Er ist auswärts.
Nee, zu Hause. 1-0. Ja. Mir fehlt das Auswärtstor natürlich, aber ein Gegentor schon. Es reicht ein Konter, sich früher einzufangen und 1-0 hinten zu liegen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Ausgangslage. Das ist richtig, aber ich glaube... Liegen die Hinrunde hinten? 1-0. Für Dortmund. Für Benfica. Sonst, genau. Ich glaube, dass Dortmund das schafft. Auch natürlich hast du recht, 1-0 ist ein ganz undankbares Ergebnis. Aber ich glaube, dass sie das packen. Ja, eigentlich sind sie so gut in Form, dass man sie da... Reus wird fehlen, aber irgendjemand springt in die Bresche und ja. Pulisic hat stark gespielt am Wochenende. Ja. Ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp, aber den könnte man vielleicht auch für eine gute Balance reinbringen. Zwischen Offensive und Defensive dann vielleicht noch. Man hat natürlich auch zuletzt diese Balance total auf Offensive eingestellt mit Dembele, Reus, Aubameyang und auch noch, mir fehlt jetzt gerade auf der Aufzählung. Was hast du gesagt? Reus? Dembele? Dembele, Aubameyang, Reus. Pulisic. Pulisic. Hm? Hä? Was? Ist egal. Wir sind irgendwie raus, warte. Stellst du Fragen oder gibst du Antworten? Ich stelle Fragen. Ich habe jetzt den vierten Spieler vergessen auf der Aufstellung. In welcher Aufstellung? Von Dortmund. Von wann? In der Offensivaufstellung. Generell? Ja. Schürrle? Ja. Nein. Ja, doch, Pulisic eigentlich. Aber Schürrle auch. Ja. Ist okay. Aber wenn man jetzt Pulisic, wenn man jetzt von diesen drei total offensiven Spielern einen rausnimmt, ja, Dembele, Aubameyang, Reus, hast du noch zwei, dann hast du vielleicht eine bessere Balance und fängst eher kein Gegentor. So. Ach so, meinst du. Gut. So, also ihr Lieben, denkt dran, jetzt New Game Plus. Lasst Herzen da für Elias. Schreibt einfach alle Herzen in den Chat. Und wenn er euch fragt, warum, schreibt ihr... Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, Nils hat das gesagt. Nein, weil Elias tatsächlich Beef überlebt hat. Und, der ganze Chat voll Nils hat gesagt. Ja, nee, tatsächlich, also der hat das überstanden und hat so, wie so ein Männlichkeitsritus, hat er sich in den Stamm Rocket Beans quasi durch dieses Aufnahmeritual, hat er sich das hier verdient, seinen Platz. Und der ist gleich also bei New Game Plus. Und dann haben wir natürlich noch Counter-Strike Go heute Abend bei Team Limited. Wie wird sich Team Limited nach der unerwarteten Niederlage gegen Bonjwa zurückmelden? Erfahrt es heute Abend. Heute spielen wir Cash zum ersten Mal. Eine neue Cash. Map. Ja, freue ich mich. Kenne ich aus dem. Ich habe genau gesehen, wie du überlegt hast, ob es nicht ein Wortspiel mit Cash machen soll. Man muss ja nicht jeden Gag auszahlen. So. Bis später. Tschüss.